Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Polizeisimulator. Denn es gab ein dickes, fettes Update und das bedeutet, wir können endlich Spezialmission Nummer 25 zocken, die hoffentlich geil ist. Ich bin immer noch Oberwachmeister. Warum habe ich denn immer noch nur einen Stern? Nee, ich habe gar keinen. Und er hat drei. Das ist so ungerecht. So, ich gucke jetzt mal hier. Zack. Da ist ein Bus. Ein Bus rast über die Autobahn. Da er wegen einer Bombendrohung nicht anhalten darf, müssen die Passagiere während der Fahrt evakuiert werden. Bäcker! Bäcker, das ist eine Spezialmission. Bäcker, hast du gehört? Da ist ein Bus. Der ist außer Kontrolle. Ah, Oberwachmeister Paluten. Ja, ja. Irgendein Bus außer Kontrolle, aber viel wichtiger, kennst du Rise of Kingdoms? Bäcker, natürlich kenne ich das geschichtsbasierte Strategiespiel Rise of Kingdoms, denn es ist Sponsor der heutigen Folge. Die PC-Version ist nämlich jetzt aus der Beta-Phase heraus, inklusive RTS-System auf dem PC für präzise Steuerung. Ach, und Crossplay zwischen PC und Handy ist auch möglich. Über 100 Millionen Strategen weltweit sind am Start, mit denen man sich entweder messen, anfreunden oder verbünden kann. Es gibt insgesamt 13 Zivilisationen, wie zum Beispiel Deutschland, Japan oder Frankreich. Jede Zivilisation hat auch Kommandanten, die auf wahren Persönlichkeiten beruhen. Neu am Start sind auch die Ägypter und Wikinger, die in Deutschland sehr, sehr beliebt sind, was ich auch komplett verstehen kann. Junge, Wikinger sind cool. Also Leute, wenn ihr jetzt Bock habt auf eine Runde Rise of Kingdoms, dann guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da ist alles Wichtige verlinkt. Oder scannt den QR-Code, der jetzt hier eingeblendet wird. Und ihr erhaltet einen speziellen Bonus auf dem PC mit dem Code PLAYROK4PC. So Leute, und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Leute, wir starten jetzt die Mission. Oh, ich bin echt gespannt. Wir mussten wirklich lange auf dieses Update warten. Oh, es wurde Nacht. So, komm mit. Wir haben einen wichtigen Auftrag. Okay, ist nicht Nacht, aber es ist irgendwie Dämmerung. Sirene. Nee, wir machen nur Blaulicht an. Weil ich habe jetzt mittlerweile schon ganz oft, oh Gott, auf der Straße gesehen in München und so weiter, dass oftmals, ey, wie, Junge, wie fahre ich denn? Dass da oftmals nur das Blaulicht an ist. Wenn es nicht anderweitig genutzt wird, brauchst du dann die Sirene gar nicht. Na komm, ich mach schon. Einfach fürs Feeling. Vorsicht, fahren Sie zur Seite. Das gilt auch für Krankenwagen. Und, boah, das war knapp. Den schneide ich auch. Ja, fahren Sie zur Seite, bitte. Das machen Sie alle ganz gut. Der Bus zieht auch ein bisschen rüber. So, runter von der Autobahn. Fahren Sie zur Seite. Also, unglaublich. Unglaublich, die Leute. Kein Respekt mehr vor der Polizei. So, was ist jetzt hier? Wo bin ich an der Tankstelle? So, wir sind da. Über die Autobahn fährt ein Bus mit einer Bombe. Alle Passagiere sind in Lebensgefahr. An alle Einheiten. Ja, wir machen. Und die Menschen evakuieren. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von uns. Nur haben wir nicht den richtigen Wagen dafür. Aber der sieht mir für eine Evakuierung passend aus. Gib mir dein Auto! Doch, ich will. Nimm das Funkgerät mit. Können wir uns Ihren Wagen leihen? Menschenleben stehen auf dem Spiel. Oh, okay. Aber bitte machen Sie nichts kaputt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie ist denn das? Man würde schon von Vater Staat dann so eine Entschädigung bekommen, wenn ich jetzt den Wagen schrotte. 7 Minuten später. Oh, da sind Bauarbeiten. Der Jackhammer. Was haben Sie diesmal? Die Zwischensequenz haben Sie mal gut gemacht. Oh Gott. Da kommt die Bombe. Oh, verdammt. Aus dem Weg. Das ist wie aus dem Film Speed. Kennt ihr den? Ja, okay. Direkt schon mal. Boah, Alter, warum ist das jetzt so laut? Was macht ihr da? Sieht so aus, als evakuierten wir jetzt diesen Bus. Das sieht nicht nur so aus. Seid ihr wahnsinnig? Ja. Ich beantworte das lieber nicht. Ja, bin ich, aber das ist nichts Neues. Aber ihr habt wohl wirklich keine andere Wahl. Naja. Ist diese Drohung mit der Bombe tatsächlich echt? Ganz genau. Wenn es Schwierigkeiten gibt, haltet uns auf dem Laufenden. Wird gemacht. Naja, und ihr haltet uns bitte die Straße frei. Weitere Einheiten sind bereits unterwegs. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann gibt es eine fette Explosion und dann ist alles vorbei. Jetzt fahren wir nah genug an den Bus, damit du die Leute zu uns rüberholen kannst. Naja, also gut. Mach ich. Du musst dich in der markierten Zone halten. Ja, kein Problem. Ich bin da. Komm schon, nur noch ein Stück näher. Oh. Ja. Hab ich? Oh, die erste springt rüber. Sie können das. Trauen Sie sich. Geil. Zack.
Jetzt die zweite. Wieder Gas geben? Keine Sorge, ich bin selber Flixbusfahrer. Ich kenne mich aus. Aber normalerweise geht die Tür vorne nicht auf. Nächste Frau oder Mann. Nehmen Sie meine Hand und dann springen Sie. Ja, los! Jetzt springt er so und fällt einfach hin. Bumm weg. Hallo, wo ist denn jetzt die Markierung? Lass dich zurückfallen. Warum soll ich mich denn zurückfallen lassen? Der Bus! Was ist denn jetzt hier passiert? Oh Gott, die Bombe ist... Der Bus ist explodiert. Ich wiederhole, der Bus ist explodiert. Scheiße! Der Bus ist einfach exploded. Let's go. Okay, alles klar. Was macht ihr da? Sieht so aus, als evakuierten wir jetzt diesen Bus. Das sieht nicht nur so aus. Seid ihr wahnsinnig? Ja, hier war ich schon mal an der Stelle. So, das muss ich jetzt super schnell machen. Keine Angst, sie schaffen das. Ja, sie schaffen das. Springen Sie einfach. Zack. Auch wie ruhig. Das machen die gut. So, jetzt wieder beschleunigen. So, diesmal darf nichts schief gehen. Nicht nochmal eine Explosion. Kommen Sie! Was, habt ihr gerade diese Geräusche gehört? Vor allem passen da in den Wagen 8 Leute? Aber guck mal da, evakuiere Passagiere. Das sind ja schon ein paar mehr. Vielleicht laufen da jetzt aber auch gleichzeitig ein paar mehr. Weil es kann doch nicht immer nur einer. Da müssen 4 müssen da mal springen. Kommen jetzt. Sie! Ja, Oma! Ist es immer die gleiche Animation? Ich glaube schon, ja. Ja, aber jetzt sitzen da schon ein paar mehr. Jetzt okay. Halt auf den Standstreifen an. Die Leute müssen raus, damit wir uns die nächsten holen können. Okay, ja, ich halte hier. So, ich halte. So, raus, 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 raus. Zentrale Kreuz 1. Okay. Wir haben die Autobahn für euch gesperrt. Allerdings gibt es ein Problem. Was denn? Natürlich. Und was wäre das? Am Weißauer Kreuz befindet sich eine Baustelle. Der Bus kann da nicht durch. Von der Autobahn abfahren kann er aber auch nicht. Alles klar, wir beeilen uns. Okay, das steht jetzt, lass dich zurückfallen. Also ich darf jetzt nicht zu nah. Und nach der Baustelle darf ich wieder ballern oder was? Immer Ärger mit Flixbus, ich sag's euch. Kommen Sie! Boah, der coole Opa mit dem... das ist kein Opa. Zack, rein. Alter, guck mal, tolle Kopfhörer. So, Hälfte haben wir geschafft. Nur ein kleiner Sprung, Sie können das. Nein, ich schaff's nicht. Ah! Oh. Setz sich da wieder hin. 5 vor 8. Muss ich jetzt gleich wieder hier einmal... Komm, an sich passen doch da genug Leute rein. Oder muss ich jetzt gleich wirklich wieder hier rechts an Stand streifen oder was? Kommen Sie! Na, das hab ich irgendwie schon mal gesehen. Hopp. Zack. Und setz dich hin. Oh Gott! Jetzt halt auf den Standstreifen an. Die Leute müssen raus, damit wir uns die nächsten holen können. Ja, sei doch nicht so passiv-aggressiv. Ich mach doch hier alles. Zack. Bonk. Es sieht aber nur so aus, als wenn eine Person draußen ist. Ah, nee, alle. Okay. Die letzten beiden. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt sagt sie schon wieder, lass dich zurückfallen. Okay, was steht hier? Lieber Raser, im Real Life hast du nur ein Leben. Das stimmt. Deswegen rase ich auch nicht. Ich meine, klar, wenn unbegrenzt ist, latscht man schon mal drauf. Aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, okay, ich habe auch kein Auto, was 300 fahren kann. Davon einfach mal komplett abgesehen. Wenn ich natürlich einen Bugatti Chiron hätte, also dann würde das wahrscheinlich anders aussehen. Ich habe nur einen Porsche GT3 RS. Nein, nur das wäre schön. Ein kleiner Sprung, Sie können das. Boah, GT3 RS, habt ihr den neuen gesehen? Junge, selbst der alte sah geil aus. Also absolute Maschine, dieser Wagen. Ich muss sagen, ich persönlich finde auch den GT3 RS ein Ticken cooler als den GT2 RS. Aber fahren würde ich sie alle. Mein Partner hält diese Position. Springen Sie! Ja, klar. Digga. Upp. So. Was jetzt? Jetzt muss doch sie auch nochmal. Evakuiere den Busfahrer. Perfekt. Und was passiert dann? Explodiert der Bus trotzdem? Oh ja, da. Ich mach die Spezialeffekte. Oh mein Gott! Oh. Alter. Was zum? Es sollte doch alles abgesperrt sein. Wofür seid ihr denn da oben? Sorry, der muss uns entgangen sein. Aber jetzt ist alles frei. Dann jetzt oder nie?
Boah, jetzt. Kommen Sie! Los! Und jetzt gleich. Jetzt sie! Jetzt bremst! Und die Bombe! Alter. Alarm für Cobra 11 ist nichts dagegen. Alter, die fette Explosion! Scheiße. Verdammt! Das war knapp! Alter, das war. Seid ihr okay? Wir haben alles die ganze Zeit über Funk mitverfolgt. Ja, ich bin erleichtert. Ehrlich gesagt bin ich jetzt, wo alles vorüber ist, ziemlich mit den Nerven durch. Wem sagst du das? Trotzdem haben wir es geschafft. Niemand wurde verletzt, nur der Bus ist Schrott. Zum Glück für euch. Easy. Hättet ihr den geliehenen Wagen beschädigt, hätte euch eine Menge Papierkram erwartet. Ein paar kleinere Macken hat er wahrscheinlich trotzdem. Ja, upsi. Das tut mir aufrichtig leid und meine Dienststelle kümmert sich natürlich darum. Ich bin einfach nur froh, dass niemand bei dieser ganzen Sache ernsthaft verletzt worden ist. Wir haben hier jedenfalls euren eigenen Wagen für euch. Danke. Dafür habt ihr was gut bei uns. Kein Problem. Und jetzt gönnt euch mal ein wenig Ruhe. Wir kümmern uns hier um den Rest. Ruhe könnte ich gut gebrauchen. Die machen alle, habt ihr gesehen? Die haben aber alle die gleiche Animation gemacht. Oh, Alter, da hinten brennt's. Kann ich da noch hinfahren? Oh, Brudi, willst du einschalten? Komm, lass mich bitte mal da am Feuer vorbeifahren. Die Bombendrohung war wohl doch echt. Warte kurz. Die Leitstelle meldet sich. Oh. Leitstelle an Wagen 1. Wie ist die Lage? Alle Fahrgäste wurden evakuiert. Danach ist der Bus explodiert. Was habt ihr? Ein Verdächtiger wurde gefasst. Er soll Lösegeld gefordert haben. Gute Arbeit bei euch. Die Feuerwehr macht den Rest. Verstanden. Wofür er wohl das Geld gebraucht hat? Jetzt hat er jedenfalls ein paar Probleme mehr. Das kannst du laut sagen. Ein weiteres Mal haben wir den Tag gerettet. Bitte lass mich durchs Feuer fahren. Nein! Ich war so nah beim Feuer. Wo ist das Feuer? Aua. Das Feuer ist nicht da. Das Feuer der Polizeileidenschaft. Und jetzt rein in die Tankstelle! Wupp! Oh. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Polizeisimulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Guckt gerne in die Videobeschreibung für Rise of Kingdoms und vieles mehr. Und habt jetzt alle einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.